Hallöchen ihr Lieben und willkommen zum 23. Türchen und heute zum vorletzten Video meines diesjährigen Adventskalenders machen wir ein weihnachtliches Törtchen, das vom Aufwand her ganz einfach gehalten ist, damit man es auch noch relativ schnell vorbereiten kann. Ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen wird und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbacken. Zunächst brauchen wir einen Schokobiskuit. Das Grundrezept für Tortenböden hatte ich euch ja schon einmal ausführlich gezeigt, deshalb verlinke ich euch das Rezeptvideo dazu in der Infobox. Den Boden schneiden wir uns dann zu drei Tortenböden zurecht und legen sie erst einmal beiseite, bis wir die Torte füllen können. Dann machen wir jetzt mit der Kirschfüllung weiter, für die ihr ein Glas Kirschen zu 680 Gramm Füllmenge benötigt, 2 Esslöffel Speisestärke, ca. 100 Gramm Lebkuchen und 2 Esslöffel Zucker. Als erstes müssen wir den Saft der Kirschen einmal in einen Topf abgießen und dann rühren wir hier den Zucker und die Speisestärke ein. Sobald ihr dann keine Klümpchen mehr habt, können die Kirschen wieder dazu und dann kochen wir alles auf dem Herd auf, bis die Masse zu gelieren beginnt. In der Zwischenzeit können wir dann schon einmal den Lebkuchen in kleinere Stücke schneiden. Sind die Kirschen dann nach dem Aufkochen geliert, können die Lebkuchenstücke einfach untergerührt werden und dann lassen wir die Kirschfüllung so zunächst komplett auskühlen, bevor wir weitermachen können. Danach geht es mit der Sahnecreme weiter, für die ihr 600 Gramm Sahne, 200 Gramm Schmand bzw. Sauerrahm, 3 Esslöffel Puderzucker und 4 Päckchen Sahnefestiger benötigt. Das Rezept schreibe ich euch natürlich auch wie immer auf meinem Blog absolute-lebenslust.de. Den Puderzucker vermengen wir dann einmal mit dem Sahnefestiger und dann füllen wir uns die Sahne, die bitte auch schön kalt sein sollte, in eine Rührschüssel und schlagen sie auf. Rührt zunächst nur langsam und fügt dann löffelweise die Puderzucker-Sahnefestiger-Mischung hinzu und behaltet euch davon dann ca. 2 Teelöffel zurück. Sobald die Sahne dann steif geschlagen ist und einen schönen Stand hat, geben wir den Schmand hinzu sowie die restlichen 2 Teelöffel der Puderzucker-Mischung und dann verrühren wir das Ganze nochmal kurz miteinander. Damit ist dann auch die Sahnecreme fertig und ihr könnt sie euch in einen Spritzbeutel füllen. Dann können wir auch schon unsere Torte füllen und dazu habe ich noch ein bisschen Orangensaft zum Tränken der Böden verwendet. Das gibt dann nämlich nochmal so eine richtig schön frische Säure mit rein. Jetzt spritzen wir uns mit der Sahnecreme einen Rand auf den Boden, der kann auch ruhig ein bisschen höher sein, damit wir dann gleich darauf die Kirschfüllung in der Mitte verteilen können. So sieht man dann auch von außen erst einmal nicht, wie die Torte gefüllt ist und dann gibt es beim Anschnitt nochmal so eine kleine Überraschung. Hier können wir dann den zweiten Tortenboden auflegen und vorsichtig festdrücken, bis die Sahnecreme richtig schön am Rand zu sehen ist. Dann fangen wir wieder von vorne an, indem wir uns den Tortenboden mit Saft beträufeln, einen Sahnerand aufspritzen und die Kirschfüllung in der Mitte verteilen. Jetzt kann auch schon der dritte Tortenboden aufgelegt werden, den ich auch nochmal mit etwas Saft beträufelt habe und dann wird hier nur noch die restliche Sahnecreme verteilt. Die Torte könnt ihr dann ganz nach euren Wünschen ausdekorieren. Ich habe zum Beispiel mittig nochmal ein bisschen Lebkuchen verteilt, darüber habe ich dann später noch ein bisschen Backkakao gestreut und dann hatte ich auch noch Zuckerstreusel in Form von Schneeflocken und solchen Nikolausstiefeln und die habe ich mir dann auch nochmal darüber gegeben. Stellt die Torte zum Schluss für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Kirschfüllung etwas fester werden kann und dann könnt ihr euer Törtchen auch schon servieren und genießen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben von euch freuen und morgen geht es dann auch schon mit dem letzten Video meines Adventskalenders weiter. Vergesst also nicht zu abonnieren, damit ihr das Video nicht verpasst und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!